Hallo und willkommen bei den Matrixern. Für die Neuen unter euch, wir sind Shiva und Jonathan, wir sind Bewusstseinsforscher, YouTuber und Blogger und beschäftigen uns mit den spirituellen Themen rund um die Matrix, die Zirbeldrüse, Astralreisen, luzides Träumen, UFOs und Aliens und natürlich die spirituelle Dissoziation, unsere Mastertechnik, mit der wir die meisten unserer Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt haben. Ja, in unserem heutigen Video, das ist ein Phänomen, das hat sicherlich der eine oder andere schon mal erlebt, konnte es aber nicht zuordnen. Es geht nämlich um... Ja, es geht um dilatierte Agitation und exilierte Agitation. Für diejenigen unter euch, so wie ich, die nicht wissen, was das heißt, das sind verschleppte oder verzögerte Updates in oder von anderen Realitäten. Ja, wie ihr ja wisst durch unsere Videos, sind wir ja ganz klar der Ansicht, dass es multidimensionale Realitäten gibt. Realitäten, die unserer Realität, die wir vom Alltag her kennen, sehr ähnlich sind. Variationen und basiert auf der Mehrwelttheorie. Und diese Versionen oder parallelen Realitäten, alternative Realitäten, sagt man auch, besuchen wir nachts in unseren Träumen. Und in dieser Hinsicht verhält es sich so, dass wir also nachts in eine dieser alternativen Realitäten gehen, von denen es Tausende gibt, und erleben dann dort, was eben die alternative Version unseres Selbstes erfährt. Genau, und wie funktioniert das? Unser Bewusstsein geht nachts auf Reisen und schließt sich eben an das Selbst in der alternativen Realität an. Das geht natürlich auch andersrum. Wir bekommen das nicht immer mit. Aber auch die alternativen Selbste in den alternativen Realitäten, wenn die ins Bett gehen und schlafen, können sich an unser Bewusstsein mit andocken, also deren Bewusstsein verbinden. Wir sind ja verbunden alle miteinander, im Speziellen halt unsere Alternativrealitäten. Und können natürlich auch so unsere Alltagsrealität miterleben. Und genauso passiert es nachts. Wir gehen auf Reisen mit unserem Bewusstsein und schließen uns an die alternativen Selbste an. Und können miterleben, was die da so in ihrem Alltag erleben. Ja, das kennt ihr vielleicht aus Computerspielen, ne? Rollenspiele. Genau. Ne? Ihr geht einen Weg entlang und trefft auf einen Händler. Und der Händler sagt zu euch, ja, ich habe euch etwas mitzuteilen. Und dann kriegst du plötzlich unten so eine Auswahl, wie du eben jetzt mit dem Händler umgehst. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, ich gebe dir 100 Goldtaler, wenn du mir sagst, wo die Burg des bösen Friedrichs ist. Oder du bedrohst ihn mit dem Schwert und sagst, wenn du nicht mit der Sprache rausrückst, wo Friedrichs Burg ist, dann leg ich dich gleich um. Oder du machst auf gut Freund mit ihm und sagst, komm, wir gehen mal eins zusammen trinken und plaudern ein bisschen. Also hast du drei Möglichkeiten, wie du mit diesem Händler umgehen kannst. Genau. Und je nachdem, wie du dich ja entscheidest, eröffnet sich ja dann eine neue Realität sozusagen. Ein neuer Entwicklungsstrang. Und so kann man sich das mit den alternativen Realitäten vorstellen. Wenn ihr zum Beispiel denkt, hätte ich damals in der Vergangenheit nicht diesen blöden Job angenommen, ja, dann sehe jetzt mein Lebenslauf viel besser aus. Ja, geht auch mit ganz einfachen Dingen. Wir haben überlegt, ziehen wir jetzt nach Heidelberg oder an den Untersberg. Eine Version von uns ist jetzt in Heidelberg. Ja. Sowas eben. Richtig, für das Unterbewusstsein ist also jede Realität gleichwertig existent. Ihr jedoch entscheidet euch für eine Richtung, für einen Weg, wenn ihr an eine Kreuzung kommt, wo es nach links geht, nach rechts und geradeaus, habt das mit drei Realitäten zu tun. Und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, so wird die Realität sich dann auch eröffnen. Und daher existieren alternative Realitäten durchaus. Auch für uns selbst natürlich nicht unbedingt im Bewusstsein. Im Bewusstsein denken wir, es gibt immer nur eine Realität, weil wir nur eine Realität wahrnehmen. Aber aus der Perspektive des Unterbewusstseins fällt es sich so, dass es mehr Realitäten gibt. Das Unterbewusstsein registriert also alle Realitäten gleichwertig und
behandelt sie auch dementsprechend. Und das spiegelt sich in unseren Träumen wieder. Aber es gibt da ein Problem. Ja. Was manchmal auftaucht und einige von euch kennen das vielleicht. Ja, was ist denn ein Update? Ja, als Update bezeichnen wir die Einspeisung von Erinnerungen, die der jeweiligen Realität zugehörig sind. Als Beispiel, du träumst nachts, dass du in einer anderen Wohnung lebst. Und du schaust dich um und denkst dann, hier lebe ich doch gar nicht. Ich habe doch eine ganz andere Wohnung. Das kann doch gar nicht meine Wohnung sein. Und in dem Moment plötzlich kommt das Update herein. Das heißt, das Erinnerungsupdate von der Realität, in der du dich gerade befindest. Und dieses Update sagte plötzlich, ja, du bist doch letzte Woche umgezogen. Erinnerst du dich denn gar nicht? Ne, so nach dem Motto, ne, so ein bisschen. Also einfach kommt die Erinnerung rein, du bist letzte Woche umgezogen, darum wohnst du jetzt in einer neuen Wohnung. Das ist ein Update. Das Update rechtfertigt immer die Begebenheiten, die Umstände, die Situationen innerhalb der Realität, in der du dich gerade befindest. Das ist ein Update. Also das Update mag ja objektiv sein. Du wohnst in der neuen Wohnung und das schon seit dem und dem Zeitpunkt. Und der Verstand verschleiert das und tarnt es dann und sagt, ach, das war letzte Woche. So nach dem Motto, damit man nicht denkt, man kriegt jetzt die falschen Updates rein. Die Updates sind schon objektiv, nur das Ego macht es dann ein bisschen, verschönert die Situation, damit du dich nicht wunderst. Richtig, ja. Denn sobald du im Traum ein Update hereinbekommst, beispielsweise, du bist doch letzte Woche umgezogen, ne, du brauchst dich nicht mehr wundern. Genau. Du, ist alles okay, so wie es ist. Ne? Bleib mal da, wo du jetzt bist, das ist schon korrekt so. Und das ist natürlich ein Problem, um überhaupt innerhalb eines Traumes luzid werden zu können. Das Update. Ja. Weil das Update betrifft ja die Realität, in der du dich dann gerade befindest. Und sobald das Update hereinkommt, ist das ganze Wundern, das Hinterfragen damit beendet. Und dann kann es auch nicht mehr dazu kommen, dass du innerhalb des Träumes luzid wirst. Und das ist das Problem mit Updates. Auch wenn du aus dem Traum, aus der alternativen Realität zurückkehrst in deinen Alltag, da ist es auch so, dass dann das Update reinkommt und dir sagt, ja, du wohnst da und da, du bist der und der, du hast dich dann und dann ins Bett gelegt und du hast dieses und jenes gestern gemacht und wolltest heute noch das und das machen. Ja, das ist also ein Update. Ja, und dann hattest du doch ein Erlebnis, ne? Du hattest doch so ein verschlepptes genau. Update-Erlebnis. Ein verschlepptes, unverzögertes Update in dieser und der anderen Realität. Richtig. Das heißt, es gibt also verschiedene Updates. Es gibt das reguläre Update, dann das verschleppte, wie du sagst, und das verzögerte Update. Wir hatten uns mittags hingelegt für unseren Meditationsschlaf und plötzlich befand ich mich dann in einer anderen Realität. Ich war ein wenig präluzid und ich wunderte mich. Ich wunderte mich, weil in dem Moment war alles ganz anders als in meiner jetzigen Realität. Es gab ein paar Personen, die auch hier in dieser Realität vorkommen, aber Jonathan war nicht da. Das hat mich zuerst schon gewundert. Wo ist der Jonathan? Und wenn der Jonathan nicht da ist, wer ist denn dann hier gerade in der Realität? Mit wem bin ich denn da in einer Beziehung? Aber da kamen jetzt erstmal keine Infos rein. In der Realität habe ich dann auch mit meiner Mutter zusammengelebt und habe mich schon gewundert. Und irgendwie kam dann ganz langsam so die Erinnerung rein, ach ja, du bist mit dem und dem zusammen. Dann dachte ich, okay, kann sein. Dann habe ich den halt schon Monate nicht gesehen. Ist halt wohl so. War irritierend und völlig fremd für mich. Aber da kam dann wirklich sehr verzögert wirklich die Info rein. Das hat ewig gedauert. Da waren auch noch mehr merkwürdige Begebenheiten mit mehr verzögerten Updates. Und ja, irgendwann bin ich dann wieder aufgewacht und ich wusste nicht mehr, wo es oben, unten, vorne, links, hinten, rechts. Es war alles war weg. Ich wusste noch gerade, wie ich heiße. Aber in dem Moment habe ich darüber nicht nachgedacht. Ich wusste nicht, wann bin ich, was ist für ein Tag.
ist jetzt mittags oder ist jetzt schon morgens? Ich habe mich so gewundert. Ich musste mich so anstrengen, das Update reinzubekommen, welche Uhrzeit wir haben. Ob es jetzt wirklich noch der Mittagsschlaf ist oder ob es morgens ist. Ich war eigentlich völlig davon überzeugt, dass es schon der nächste Tag sei. Dann musste ich nachdenken. Dann kam langsam Jonathan wieder rein, dachte ich, Jonathan. Ja, Jonathan ist da. Also es kam sehr verschleppt alles rein, auch was für ein Tag ist. Ich wusste nicht mal, in welchem Zimmer ich bin. Ich habe geguckt, wo bin ich überhaupt, in welchem Land bin ich und dann noch in welchem Zimmer ich bin. Irgendwann kam dann rein, ach ja, ich lebe ja im El Paraíso Verde. Oh, und in welchem Haus lebe ich? Dann musste ich mir erst das Haus wieder, kam das Update rein. Und irgendwann, in welchem Bett liege ich und wie sieht das Zimmer aus, in dem ich liege? Es kam alles wirklich sehr, sehr verschleppt rein, weil ich hatte ja noch die Infos aus der Realität, wo ich gerade angeschlossen war mit dem Bewusstsein. Und da dachte ich ja, Jonathan wäre nicht da, ich lebe ganz woanders. Und ja, das ist alles mitgekommen und es hat normalerweise dauert es höchstens so ein paar Sekunden, 30 Sekunden, bis die Updates wieder da sind. Aber diesmal hat es schon so 2 bis 5 Minuten gedauert, bis wirklich alles wieder da war. Ich war so weg in der Realität. Also ich habe auch noch bestimmt einen ganzen Tag danach, war ich noch echt durch den Wind, weil irgendwie ich sehr in dieser anderen Realität auch noch gewesen bin oder ein Teil meines Bewusstseins, das war irgendwie sehr irritierend. Wirklich wieder ganz hier in dieser Realität anzukommen. Also war faszinierend. Ja, ja, ist sehr, sehr spannend, das zu erleben. Bei dir war es ja dann also so, du hast erstmal das Update verschleppt aus dem Traum. Genau. In diese Alltagsrealität hinein, weil du immer noch dachtest, du wärst noch in einer anderen Realität, obwohl du ja die Realität schon gewechselt hattest. Und dann kam auch noch das Update für diese Realität verzögert rein. Ja, massiv. Ja. Und da hast du also beide Phänomene auf einmal erlebt. Erst in der anderen Realität und dann für diese Realität. Mhm. Ja, und spannend ist, du hattest ja das Gleiche, oder? Ja, ja. Und genau an dem gleichen Tag, beim gleichen Schläfchen am Nachmittag, gleiches Phänomen. Ich bin dann wach geworden und dachte mir, ja, wo bin ich denn jetzt gerade? Ja. Wo bin ich hier? Ich hatte überhaupt keinen Plan. Es war auch schon dunkel, ne? Oder es war dunkel. Und ich war dann überzeugt, es ist nachts, beziehungsweise ganz früh am Morgen. Das hatte ich dann geschlussfolgert, weil ich muss mich ja offensichtlich, weil ich im Bett lag, mich ins Bett gelegt haben zum Schlafen und draußen ist dunkel. Also müsste es früh morgens sein, so 5 Uhr vielleicht. Ich bin also mitten in der Nacht wach geworden. Davon war ich jetzt erstmal so im ersten Moment überzeugt. Konnte mich aber nicht daran erinnern, wann ich mich genau hingelegt hatte und wieso überhaupt. Und ich wusste noch nicht mal, wo ich war. Ich dachte, was ist das für ein Zimmer? Ja. Ja. Wo bin ich denn hier? Ja. Und ich musste echt im Kopf suchen. Ja. Aber zum Glück werden wir immer zeitgleich wach. Dann mussten wir uns erstmal austauschen, wann ist heute? Ja. Welcher Tag ist heute? Welche Uhrzeit? Wir haben gerätselt und wir zusammen haben wir noch gerätselt. Wir waren uns zusammen auch nicht sicher. Also so verzögert kamen unsere Updates. Ja, richtig. Und also bei mir war es dann einfach ein fehlendes Update nur. Ne? Also ein verzögertes Update innerhalb dieser Realität. Ne? Ja. Und dieses Phänomen kennt ihr bestimmt auch, dass immer morgens oder vielleicht abends, wenn ihr euch für ein Nickerchen hingelegt habt, wach werdet und völlig verpeilt seid. So nennt man das bestimmt im Alltag so, ne? Verpeilt aufgewacht. Sein, ja. So würde man das so bezeichnen, ne? So allgemein im Alltag mit der alltäglichen Umgangssprache. Ja, ich bin heute Morgen voll verpeilt aufgewacht. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich bin, wer ich bin und was hier überhaupt los ist. Ne? Ja, man könnte also das dilatierte und das exilierte Update auch als Aggression. Nein, Agitation. Agitation. Naja, genau. könnte man auch als verpeiltes Aufwachen bezeichnen. Oh, das ist doch nett. Das verstehen wir wenigstens alle. Richtig. Und dieses verpeilte Aufwachen, ja, das hat seinen Grund.
Das ist kein Zufall oder so, dass man mal morgens oder nachmittags so wach wird, sondern es verhält sich so, dass da was dahinter steht. Das hat auch seinen Grund, warum man verpeilt aufwacht. Und jetzt kennt ihr den Grund. Genau, und da seht ihr auch, dass wir wirklich tatsächlich multidimensionale Selbste sind. Und eigentlich in Wahrheit gar keiner von all denen sind, sonst wären die Erinnerungen alle nicht weg. Weil wir sind alle Erinnerungen, alle Selbste, nicht nur dieses eine. Weil sonst wären wir nur ein Selbst, das mal irgendwo gucken geht, würden wir ja unsere Erinnerungen, wären die fest und würden die von da nach da und überall hin mitnehmen. Sind wir aber nicht. Wir sind eben alles. Und ja, deswegen müssen wir überall Updates bekommen, weil wir eben nicht einfach nur ein Single selbst in einer Single-Realität, in einem Single-Universum sind. Ja, richtig. Und wir haben ja schon gesehen mit unseren medialen Fähigkeiten, dass es eine Ganzheit des Selbst gibt. Genau. Und wir hier, so wie wir jetzt hier sitzen, als Shiva und Jonathan, sind sozusagen Anteile dieser Ganzheit des Selbst. In der spirituellen Szene bezeichnet man die Ganzheit des Selbst stets als höheres Selbst. Ist also synonym, könnte man sagen. Und das höhere bzw. ganze Selbst verteilt sich also in all den alternativen Realitäten, damit es überall ein Facettenauge hat, eine einzelne Facette eines Auges, um mit allen Augen gleichzeitig sehen zu können. Wie bei Fliegen. Ja. Wie bei Fliegen. Fliegen haben doch ein Auge. Der Flieger hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele einzelne Facetten, mit denen sie separat gucken und dann das Bild zusammenfügen in dem einen Auge. Ja. Und genau so kann man sich das vorstellen. Ganz genau. Mit der Ganzheit des Selbst. Das benutzt also seine alternativen Selbste, die es in den Realitäten platziert hat, ja, im Ganzen als sein Facettenauge, ja. Und was macht es mit den ganzen Selbsten? Die Selbste suchen nach dem Ausgang, um wieder nicht nur aus unserer 3D-Realität oder 3D-Matrix, klar, den Ausgang suchen wir auch alle, aber in Wahrheit suchen wir den Weg zurück zu unserem höheren Selbst. Ja, wir suchen einfach den Weg zurück und deswegen hat das höhere Selbst so viele Selbste ausgesetzt. Denn einer muss den Weg zurückfinden, zurück in die Ganzheit. Korrekt. Das war ein schöner Abschluss. Ciao. Ja. Ja, das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video und wir danken fürs Zuschauen und bis bald. Okay, ihr Lieben, wir wünschen euch eine wundervolle Woche und alles Liebe. Tschüss. Ciao.